Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout Shelter. Heute mit dem Pyro. Hallo Pyro, wie geht es dir? Oh, mir geht's gut. Ich glaube, die sollten ihre Haushälterin rauswerfen. Ja, das ist Pyros Stimme. Ich hab sie schon mal gehört. Oh, guck mal. Ein schicker Anzug. So. Dann gehen wir natürlich hier runter. Passiert hier eigentlich auch mal was? Wir sind jetzt hier ein Drittel durch, ich wollte schon sagen. Nichts passiert. Okay, oh, hallo, hallo. Machen die auch Schaden, sag mal? Auf welchem Level bist du? 33, du bist nicht mal irgendwie maximiert. Ja, so ein bisschen zumindest machen die. Und ich glaube, ich werde demnächst auch mal wieder auf eine Quest gehen. Mal gucken, mir irgendwas richtig, richtig Schönes gönnen. Zack, zack. Na, guck mal, was haben wir denn hier? Ja, deins ist immer noch besser. Ja gut, deins ist doch was Blaues. Was Seltenes. In der Hälfte der Vault ist einfach mal nix. Ein Miniraum. Nein, nicht dahin gehen. Ein Miniraum hatten wir mit Gegner drin. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Räume. Ohne. Okay. Ach, guck mal. Hast du mir gebracht, um was ich dich gebeten habe? Earl Grey Tea mit ein wenig Milch und Zucker. Es ist Schwarztee übrigens. Den trinke ich auch gerne. Ich habe ihn vor mehr als einer Stunde bestellt. Also ich kann dich gerne teabaggen, aber ich glaube nicht, dass das dasselbe ist. Muss ich wieder anfangen, Leute zu erschießen? Tote trinken keinen Tee. Ich lege erstmal diese geheimen Baupläne zur Seite. Ich brauche Geld für den Teeautomaten. Ich brauche Geld für den Teeautomaten. Gib mir was. Hat das funktioniert? Ah, das ist ja wohl... Hier, und bring das Wechselgeld mit. Ja. Geld. 399. Was haben wir denn da gefunden? 17 ist deine jetzige. Und 8 bis 9 hast du gerade gefunden. Sehr schön, den haben wir ausgetrickst. Wir hätten ihn auch töten können, aber ich meine... Wahrscheinlich hätten wir dann nur die Baupläne bekommen. Und jetzt haben wir die Baupläne und Kronkorken bekommen. Ist hier auch mal was? Alter, was ist denn... Was ist denn hier los? Ein Gegner? Zwei Drittel der Vault ist durch. Naja, dafür hast du die Vault verlassen, um hier spazieren zu gehen, mein Freund. Oh! Sieh an! Wer traut sich denn da aus seinen Löchern? Ja, komm, Pyro, Hause weg. Und dann läufst du aber quer durch die anderen, durch die Rest der Vault, wo wahrscheinlich nichts ist. Ist das immer so bei dieser Quest? Weil Pyro, der hat sich ja darauf eingestellt, auf diese Quest zu gehen. Wahrscheinlich kennt er diese Quest und weiß, wie wenig los hier ist. Und die Frage ist, ob es jetzt immer so ist. Oder ob es hier einfach jetzt nur ein Glücksfall ist. Noch mehr tolle Sachen. Ja, und ganz viele neue tolle Tote. Gut, das war klar. Ein Sammelsimulator haben wir hier. Oh, hey du! Ich kann mich nicht daran erinnern, dich hier schon mal gesehen zu haben. Wie heißt du? Mein Name ist John Francis Miller, Raider Boss Killer, aber nenn mich JF. Das fragst du mich heute schon zum zweiten Mal, wie ich heiße. Wie heißt du denn überhaupt? Ich sag mal, wir halten sie einfach mal für dumm. Könnte nach hinten losgehen. Aber das hier heißt schon, dass ich sie nicht kenne. Das ist nicht gut. Und das heißt, ich will sie töten. Deswegen die goldene Mitte. W
wirklich? Dann vergiss es, weitermachen. Die ist dumm. Ich meine, wir sind hier in geheimer Mission. Deswegen ist klar, ich gehe jetzt hier nicht wie Rambo rein. Ach, deswegen kommen hier so viele Gegner. Ah! Weil wir in geheimer... Ach, so. Und deswegen die Räder... Ach, so. Es hat lange gedauert, bis es hier oben angekommen ist. Oh, deswegen laufen wir hier rum und looten einfach nur. Aber das ergibt jetzt alles einen Sinn. Es ist unglaublich. Das heißt, wir müssen Sneaky denken. Und diese zwei Antworten, die sind ja jetzt quasi nur per Zufall so entstanden, weil ich dachte, hey, ich bin mal clever, ich trick's die aus. Ja, wir sind ja in geheimer Mission unterwegs. Wir sind ja James Bond Junior mit Sturmbart. Ist nicht die eleganteste Frisur, aber als Raider sollte man keine elegante Frisur haben. Nochmal right away, Wecker, Stimbeck. Also läufst du hier echt mit Plus durch die Gegend, ne? Mit 7 hat er angefangen. Der hat jetzt schon 14. Der muss ich gar keine kaufen, der sammelt sie einfach. Oh. Naja gut, das Ding ist eh tot. Vielleicht kommt da ja noch ein Gegner. Weiß man's. Wir hatten jetzt immerhin zwei Räume hintereinander, wo Gegner drin waren. 18 Stims. Der hat jetzt 11 Stims gratis dazu bekommen. Ach, guck mal. Klasse. Greif mal den anderen an. Noch bevor er zusteckt, komm. In die Luft radieren wir ihn aus. Boom. Na komm, heilen bringt es jetzt auch nicht mehr. Ein Garn. Ja, cool. Und dafür noch 1326 Kronkorken. Na gut. Kann man machen. Kann man definitiv machen. Irgendwann werden wahrscheinlich keine leichten Quests mehr übrig sein. Und dann bleiben nur noch die harten. Und dann kommen nur noch die harten in den Garten. Alles klar, Pyro. 1326 Kronkorken. Müssten 7 Stims, 7 Red sein und 11 Stims. Ja, krass. Wenig Lager. Ja, darum werden wir uns schon noch kümmern. Okay, dann gehen wir kurz mal ins Lager. Kurzer Zwischenstopp. Die ganzen Billo-Waffen hier verkaufen. Du bleibst. Ihr bleibt. Ihr könnt weg. Ihr könnt auch bleiben. Ihr kommt weg. Ihr kommt definitiv weg. Outfits. Die behalten wir. Ich muss erst gucken, was wir mit dem machen. Wir haben jetzt wieder Platz gemacht im Lager, das passt schon. Und jetzt kümmern wir uns um Baxi und der Tankbuster. Ich hoffe, du bist tanky genug. Töte Frank the Tank. Wieso kommt mir der Name so saubekannt vor? Ich weiß es nicht. Gehen wir erstmal hier runter. Da müssen wir nicht zurücklaufen. Nichts. Nicht mal Loot. Das zu machen ist eine Sache, aber allein. Uff. Ja, da sagst du was. Da sagst du was. Bin mal gespannt. Er kommt hier wie so eine Todeskralle als Frank the Buster. Oh, einfach umgekippt. Wie viel Schaden machst du? Ach du Scheiße, die Werte. Die sind nicht schlecht. 17 bis 18. Ja gut, ein Schuss, ein Treffer, tot. Wie wenig Leben Baxi verliert. Wir sind hier echt noch bei den Billo-Quests. Und er hat all seine Stims mitgenommen, also das wird schon hinhauen. Oh, die halten aber ein bisschen mehr aus jetzt. Ach komm, du hättest den nächsten schon anschießen können. Stattdessen beschießt er einfach noch die Leiche eine halbe Stunde.
Immerhin kommt er hier gut durch. Was hast du da eigentlich für eine Katze mitgebracht? Herstellungszeit. Ja gut. Haben oder nicht haben. Sie kann ja nicht sterben. Eine Knarre, ein bisschen Geld und weiter geht's. Noch mehr Stims. Die Stims, die du hier überschüssig hast, die werde ich dir einfach mit Geld aufwiegen, ne? So. Sehr schön, wir laufen wieder hier durch die Gegend ohne irgendwie Gegner. Ah, die Dreierräume sind gut. Ich weiß nicht, warum die in den Dreierräumen anscheinend schwächer sind als in den Zweierräumen, aber hey, ist gegeben. Das nehmen wir so hin. Ein Wecker, Geld, Baseballhandschuh und eine Knarre. Da, und die halten jetzt bestimmt noch mehr aus. Weil das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Okay, ich sehe natürlich den Unterschied. Die haben eine Knarre und die anderen hatten ein Messer. Vielleicht hat man als Nahkämpfer weniger Leben. Das ergibt keinen Sinn. Ganz ehrlich, das ergibt keinen Sinn. Wieso sollten Nahkämpfer weniger Leben haben? Checkt einer von euch, warum die im Einer- und Zweierraum mehr ausgehalten haben, als die im Dreierraum? Ich meine, es waren hier auch drei Stück. Hast du viel Glück? Du hast viel Glück. Okay, dann können wir gleich den Crit einsetzen. Was bekommen wir hier eigentlich? Bisher hast du nur Schrott gesammelt. Ja, nice. Leerer Dreierraum. Und noch ein leerer Raum. Aber eine Waffe drin. Alles klar, gehen wir hier hoch. Was für einen Sinn könnte es haben, kleinere Räume schwächer zu machen? Vielleicht haben die gedacht, dass man in, keine Ahnung, in Dreierräumen stärkere Gegner hat. Vielleicht haben sie im Gegenzug in Dreierräumen mehr Schaden. Könnte ich mir vorstellen. So, jetzt visieren wir den an. Machen einen 2,5-fachen, ist ja auch egal. Sterben tut er eh. Und jetzt bringen noch die letzte um. Also, Baxi, wenn du eine bessere Waffe hättest, zum Beispiel 20 Schaden, dann wären die jetzt alle tot. So. Alle ist deins, ganz genau. Da, siehst du? Wieso kippen die jetzt plötzlich um? Ist das... Ich glaube, das ist random. Ich glaube, es ist einfach nur vollkommen random, wie viel Leben die haben. Ich glaube, das wird ausgewürfelt. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Wo ist denn Frank the Tank? Und ich hoffe, bis dahin bauen wir noch einen kritischen auf. Da, die haben jetzt Messer. Okay, es ergibt einfach alles keinen Sinn. Egal, was die hier gemacht haben in diesem Spiel, es ergibt immer alles sehr wenig Sinn. Zum Beispiel, warum man sich als Raider so kleiden sollte. Ich weiß es nicht. Also du schießt einem Raider im Bauch und der ist tot. Der braucht doch irgendwie so ein bisschen Schutz. Und hier ist das Herz. Das Herz ist total offen. Es ist so, ey, als würden sie sich da hinstellen und sagen, ey, komm mal, töte mich. Weißt du, die Organe, die sie nicht brauchen, alles hier unten, die sind geschützt. Vor allem hier der Lendenbereich, der ist geschützt. Der ist natürlich ganz wichtig. Den braucht man zum Überleben. Okay, gehen wir hier runter. Ey, mein, wenn wir uns Baxi angucken, Baxi ist nicht schlauer, aber dafür zerfetzt er sie auch. So, hui! Warum hat er jetzt überlebt? Okay, neben anderen. Der jetzt verdient zu leben. Okay. Nee, nehmen wir noch einen. Du hast sowieso überschüssige Stims. Ah, oh, guck mal, wir haben es geschafft. Okay. Die anderen haben 17 Schaden abbekommen. Und die eine, die instant gestorben ist, 18. Das heißt, die hatten jetzt insgesamt 18 Leben.
währenddessen die anderen in den großen Räumen bestimmt 22 hatten. So, Frank the Tank. Da bin ich. Ich bin Frank the Tank und ich hab euch im Visier. Mit dieser Rüstung kann man ihn auf jeden Fall verfehlen. Er ist ja jetzt schon tot. Na gut. Den Crit hätte man sich auch sparen können. Wahrscheinlich halten die anderen auch zwei Schüsse aus. Ne, doch nicht. So, der letzte noch und der letzte Raum wird leer sein, denke ich mal. So, was war jetzt besonders an dieser Quest? Nuka-Cola? Na gut, ein Haufen Geld. Eine Pistole. Okay. Ich denke mal, die Nukas hat man hier bekommen, oder? Immerhin drei. Ja, das war Baxis Ausflug. So, und dann wären wir eigentlich schon am Ende der Folge angekommen. Habe ich doch gesagt, das haut gerade so hin. Aber die Waffen können wir gut gebrauchen. Es sind viele Waffen, die wir gefunden haben. Das ist gut. So, wie gesagt, diese drei Stims, die du jetzt überschüssig hast, die kriegst du dann ausbezahlt mit 150. Weil du schleust sie ja wieder in die Vault rein. Oh. Geh mal da runter, bitte. So. Kleidung. Habe ich mehr davon? Wir haben natürlich nur einen gesichert. Aber wir haben noch einen verbesserten Overall, ne? Was hast du so an? So, hier unten trainiert ja jemand Arne. Ja, du bist es. Du kriegst auf jeden Fall schon mal einen Handwerker-Overall, damit ich dich auf jeden Fall identifizieren kann, soweit es losgeht. Und du auch. So. Und die anderen sind eigentlich alle soweit fit, ne? Alles klar. Wie sieht es mit unseren jetzigen Quest aus? Töte 12 Red-Kakerlaken ohne Waffen. Ja, ich glaube, wir hätten es schaffen können. Ich glaube wirklich, wir hätten es schaffen können. Wir brauchen immerhin nur noch 20 Waffen, 21. Dann kriegen wir wieder ein bisschen Krokocken. Ich werde es trotzdem versuchen. Ich werde die Leute, die jetzt zurückkommen, nochmal auf eine Quest schicken und dann hoffentlich da nochmal ein paar Kakerlaken finden. Ja, cool. Ich schaue jetzt nochmal ganz kurz in Discord, falls ich irgendwas übersehen habe. Tut's mir natürlich leid. Ich glaube, ich müsste alles haben, ne? Alles klar. Gut, Leute, ich würde sagen, dann sehen wir uns morgen zu einer frischen Folge wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.